Herzlich willkommen zum dritten Teil der EduTech Screencast-Reihe. In diesem Screencast wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit EduTech ganz einfach selbst Lesezeichen anlegen können von interessanten Materialien oder Webseiten aus dem Internet. Auf diese Weise können Sie die Materialien oder Webseiten ganz einfach für sich verfügbar halten oder mit anderen teilen. Wenn Sie bei EduTech selber Lesezeichen anlegen wollen, um diese zum Beispiel mit anderen zu teilen oder für sich selber verfügbar zu halten, dann ist hierzu eine kleine Vorbereitung möglich. Denn das Anlegen von Lesezeichen ist nur für registrierte Nutzerinnen und Nutzer möglich. Auf der Startseite von EduTech, www.edutech.de, finden Sie hier oben die Möglichkeit, sich zu registrieren. Bevor Sie sich nach erfolgreicher Registrierung einloggen, würden wir Ihnen außerdem noch empfehlen, sich das sogenannte EduTech Bookmarklet zu installieren. Das Bookmarklet ist ein kleines Add-on für die Lesezeichenleiste Ihres Browsers. Dieses erleichtert es Ihnen, Lesezeichen anzulegen. Das Bookmarklet finden Sie hier in dieser orangenen Leiste als kleines Buchsymbol. Dieses Buchsymbol können Sie per Drag and Drop ganz einfach in Ihre Lesezeichenleiste integrieren. Ich klicke auf das kleine Buchsymbol, halte die Maustaste gedrückt und ziehe es in meine Lesezeichenleiste. Wie Sie sehen, steht jetzt in meiner Lesezeichenleiste Add to EduTechs. Was es damit auf sich hat und wie wir damit Lesezeichen erstellen können, das erfahren Sie jetzt. Wenn Sie im Internet interessante Materialien oder eine Website gefunden haben, zu der Sie oder zu denen Sie ein Lesezeichen erstellen wollen, dann geht das ganz einfach über das EduTechs Bookmarklet. Dies haben wir gerade per Drag and Drop in unsere Lesezeichenleiste eingefügt. Ich bin hier auf einer Seite, zu der ich ein Lesezeichen erstellen möchte und kann nun ganz einfach hier oben in der Lesezeichenleiste auf Add to EduTechs klicken. Wenn ich das mache, öffnet sich das EduTechs Bookmarklet. Hier können Sie nun das Lesezeichen mit Informationen Ihrer Wahl versehen. Sie können hier bei Tags Schlagworte Ihrer Wahl eingeben, zum Beispiel Bundestagswahl 2021. Achten Sie darauf, dass die Begriffe in den Schlagworten bestenfalls zusammengeschrieben sind. Sie bestätigen mit Enter. Jetzt könnte ich noch ein Schlagwort Wahlen eingeben. Wahl, Bundeskanzlerin. Diese Schlagworte werden nun für das Lesezeichen gespeichert. Wenn andere Personen bei EduTechs nach diesen Schlagworten suchen, wird ihnen das Lesezeichen, das wir gerade erstellen, angezeigt, sobald wir dieses gespeichert haben. Sie können hier übrigens bei Privat einstellen, ob Ihr Lesezeichen öffentlich, also für alle anderen Personen, Nutzerinnen und Nutzern von EduTechs, aber auch Interessierten, die kein Nutzerkonto haben, verfügbar sein soll. Hier unten können Sie jetzt zum Beispiel noch einen Kommentar eingeben, beispielsweise Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier können Sie auch andere Kommentare eingeben, zum Beispiel, ob ein Unterrichtsmaterial Ihrer Meinung nach für den Unterricht geeignet ist oder in welcher Jahrgangsstufe Sie das einsetzen würden oder wenn Sie sonst noch Kommentare haben. Nun klicke ich auf Speichern. Damit ist die Erstellung des Lesezeichens abgeschlossen und wir können es auf EduTechs finden. Wenn wir uns nun die neuesten Lesezeichen auf EduTechs angucken, sehen wir, dass das eben von uns erstellte Lesezeichen hier auch schon verfügbar ist. Hier sehen Sie es, die Bundestagswahl 2021. Sie sehen hier einerseits die Lesezeichen-Schlagworte, die ich gerade eingegeben habe. Andererseits sehen Sie hier aber noch drei weitere: Bundestagswahl 2021 und Demokratie. Das heißt nicht, dass die von einem anderen Nutzer oder einer anderen Nutzerin stammen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Bundeszentrale für politische Bildung ihrer Webseiten selbst verschlagwortet. Diese Schlagworte werden dann vom System automatisch übernommen. Hier sehen Sie zudem auch den Kommentar, den ich gerade eingegeben habe, sowie eine Beschreibung der Website selbst. Hier verhält es sich ebenso wie mit den von der Website vergebenen Schlagworten. Wenn eine Beschreibung der Ressource oder der Website vorhanden ist und unser System diese Information auslesen kann, dann wird sie automatisch übernommen. Hier sehen Sie dann die Beschreibung. Ich könnte jetzt ganz einfach noch weitere Schlagworte vergeben, indem ich hier draufklicke, Text hinzufügen. Ich könnte eine Bewertung abgeben für diese Ressource und ich könnte einen weiteren Kommentar schreiben. Auf diese Weise können ganz viele Personen kollaborativ an Lesezeichen zusammenarbeiten. Denn nicht nur ich als Urheber kann Kommentare oder Schlagworte
zu diesem Lesezeichen hinzufügen, sondern alle anderen Nutzerinnen und Nutzer von EduText ebenso. So ist es möglich, dass man gemeinsam mit anderen Personen, ohne dass man sie kennt, an Ressourcen arbeitet und diese für andere verfügbar macht. Als Alternative zum EduText Bookmarklet haben wir auch für die gängigen Browser Firefox und Chrome Add-ons entwickelt, die Sie nutzen können, um Lesezeichen zu erstellen. Um diese zu finden, klicken Sie einfach hier auf der Startseite auf Aktuelles und gehen auf den Eintrag Browser Add-ons als Alternative zum Bookmarklet. Hier können Sie die Add-ons auswählen. Ich nehme mal das Add-on für Firefox, das ist hier, Get the Add-on, und klicke hier auf Add to Firefox. Ich klicke hier auf Hinzufügen. Und wie Sie sehen, hat sich hier oben in der Ecke in der Toolbar nun das Add-on installiert. Wenn ich mich nun auf einer Webseite befinde, die mich interessiert und die ich gerne als Lesezeichen speichern möchte, klicke ich einfach, wie gerade beim Bookmarklet auch, auf das kleine Add-on und die Maske öffnet sich, mit der Sie das Lesezeichen beschreiben können, kommentieren, verschlagworten. Wenn Sie bei EduText Lesezeichen erstellen wollen, ist es zwar einfacher, aber nicht unbedingt notwendig, sich das Bookmarklet herunterzuladen. Sie können alternativ auch einen anderen Weg nutzen. Hierfür kopieren Sie sich die URL der Webseite, der Ressource, die Sie gefunden haben, und gehen auf die EduText Startseite. Hier oben können Sie dann auf Lesezeichen hinzufügen klicken. Hier haben Sie die Möglichkeit, die URL einzugeben und klicken dann auf URL prüfen und erstellen. In dieser Ansicht können Sie nun weitere Informationen für das Lesezeichen hinzufügen. Sie müssen einerseits den Titel angeben, 30 Jahre Deutsche Einheit, und können andererseits Schlagworte hinzufügen, zum Beispiel Deutsche Einheit, Bundeszentrale für politische Bildung, Politik, Schule. Hier sehen Sie übrigens auch diejenigen Lesezeichen, die ich zuletzt vergeben habe. Hier können Sie erneut einen Kommentar angeben. Bundeszentrale für politische Bildung. Und können erneut auf Speichern klicken. Wenn Sie das getan haben, ist das Lesezeichen für alle Nutzerinnen und Nutzer und natürlich auch für Sie selbst auf EduText verfügbar.